Dieses Video kann mehrere Daten enthalten. Bitte schreiben Sie mit. Der, die das. Heute frühe Attentate auf Adolf Hitler. Eines der ersten Attentate auf Hitler fand am 9. Februar 1933 statt. Ein Brief, welcher vergiftet war und von Ludwig Asner geschickt wurde, sollte Hitler das Leben nehmen. Jedoch wurde der tödliche Brief aufgrund einer Warnung, welche mit einem Telegramm versendet wurde, abgefangen. 1934 plante eine oppositionelle Gruppe rund um Helmut Milius einen Anschlag. Als sie ihn durchführen wollten, wurden sie verhaftet. Ihr Schicksal ist leider unbekannt. Während der Septemberverschwörung am 28. September 1938 sollte Hitler in der Reichskanzlei erschossen werden. Als er jedoch auf der Münchner Konferenz einen friedlichen Weg der Sudetenfrage zustimmt, sah man keinen Grund mehr, ihn umzubringen. Maurice Bobart hatte vor, am 9. November 1938 Hitler beim Gedenkenmarsch zur Münchner Feldherrnhalle zu erschießen. Allerdings kam er nicht nah genug an ihn heran, weshalb das Attentat scheiterte.